Frank, hoe kijk je nu terug op de wedstrijd tegen Vitesse? Negatief. Logisch. Teleurstellend. Verwachtingen waren groter, daarom teleurstellend. We hebben ook heel veel darüber gesproken, gewerkt. Ook de ploeg heeft geen. Ja, alleen excuus. Maar we hebben ook gezien dat de cijfers niet goed waren. We waren echt niet in de wedstrijd. Niet goed gespeeld. Misschien hebben de Jungs ook, hebben ook gezegd, in de eerste 10 minuten gezien, dat de tegenstander heel goed was. Und dann haben sie natürlich auch Druck gefühlt. Sie wollten ja auch vor der eigenen Publik mal deutlich laden ziehen, was sie können. So ein kollektiver Day-Off, können wir sagen. Aber wir haben natürlich auch gesagt, das ist ein Kehr Rebüren, okay, und dann nicht mehr. Und dieser Weg muss ja ein Kompliment. So langsam Sieg, echt ein Bluch, auch Beuten von der Feld, die mit LK an einen Tau trecken. Und darum bin ich positiv vor der Zukunft. Ja, want hoe is de week verlopen richting komende zondag? Ja, een normale proces. Nu hebben we meer gesproken über Football dan daarvoor. Logisch. Nach NSC war alles okay. Und da hebben we natuurlijk ook in de analyse niet zo veel laten zien, om ook het gevoel te geven. Alles is goed geweest. Dat war de eerste instelling, de houding. Und ich sehe auch da in der Bluch natürlich ondertussen auch so ein Druck on Start, ein Druck, alles gut zu tun. Vor allem Toys. Und das war Toys noch nicht beladen ziehen, was wir eigentlich können. NSC war ja unser sogenannter beste Wettstreit. Und ich fühle auch, dass die Spieler vor der eigenen Publik, und das Publik ist fantastisch, wir haben fantastische Fans, dass man das auch da auch prestieren will. Und als nicht so gut lobt, und ich muss auch ein Kompliment machen an Tegenstander, Vitesse hat das fantastisch getan. Wir haben echt Eudaring gehabt mit der Spielweise von Vitesse. Und aber auch in der zweiten Hälfte auch gespiegelt, habe ich mal heute gelegt. Mal heute eigentlich war die Qualität von unseren Intensitäten, die wir auf dem Feld nochmal laden ziehen, nicht gut genug. Und nun kommt der Druck, wir wollen die Zuschauer auch laden ziehen, was wir können. Und nicht vergessen, wir haben auch junge Spieler auf dem Feld, die da noch Probleme hätten. Dann der Wedstrijd von Sonntag gegen Cambuur. Ist iedereen beschikbar? Ja, wir haben vandaag ein bisschen Probleme gerade mit der Knie, mal normal, ja, ich denke ja, iedereen. Ich habe noch ein Fragenteken, um da die Fragenteken, wir haben noch, Süßloff hat ein Knieproblem gerade, Krüger hat noch ein Problem gerade mit seinen Hamstrings, darum bin ich nicht hundertprozentig sicher vandaag, aber ein bisschen kann sein, ja. Ricardo Pepi heeft zijn werkvergunning, kan hij zondag minuten maken? Er moet. Ja, gut, wir müssen ja sehr schnell an die Zeit bringen, die wir haben wollen. Nur muss ich auch den Zuschauern und auch den Fans von Groningen sagen, langsam. Krüger hat letzte Wettstreit nicht, also nicht Minuten gespielt, aber nicht mit der Intensität. Und wir haben deutlich gesehen, warum. Er hat Tor gespielt, eigentlich will man nicht Tor spielen lassen. Mal Mut. Warum? Alternativ war es nicht da. Und darum muss man, ich denke, dass beide Spieler so 45 Minuten spielen können. Mal zweite nächsten Minuten ist nicht möglich. Aber warum? Sie haben auch die letzten Wochen, Monaten nicht nächsten Minuten gespielt in den Hündclubs. Darum ist es möglich zu sagen, nun kommen zwei neue Spieler und super, alles fantastisch. Nee, sie haben nicht die Fitheit. Und wir müssen langsam die Fitheit abbauen. Was ist Ihr Eindruck von der Tegenstander von Sonntag, Cambuur? Ja, kennen wir heel goed. Heb ik ook live gezien. Ja, dit is, wenn ik de statistiek zie, een van de beste ploegen die in de spelopbouw voetballen, fantastisch voetballen kunnen. Iedereen heeft problemen, ook tegen Ajax. Ajax heeft gewonnen, maar heeft echt problemen gehad tegen Cambuur te spelen. Omdat ze altijd heel goede voetballer zijn, goed spelen. Ook pas 4 punten, so, dat is niet alles. Maar we weten ook dat in de eigen huis natürlich auch das Stemming fantastisch ist von den Fans. Ich war auch letzte Wettstreit Toys, fantastische Bratwurst. Ein Deutscher gerade nach Niederlands und geht nach Cambuur und dann denke ich, ich lese Bratwurst, das kann ja nicht sein, habe ich getestet. Kompliment Cambuur, die Bratwurst war fantastisch. Und der Wettstreit auch, da ist eine gute Bluch, aber wir sind nicht schlecht, wir sind auch gut.